14. Kapitel. Wie man hört, fand die Hochzeit des Duke of Hastings mit der vormaligen Miss Bridgerton in einem recht engen Kreis statt. Dennoch war sie sehr ereignisreich. Die 10-jährige Miss Hyacinth Bridgerton erzählte der gleichaltrigen Miss Felicity Featherington, dass Braut und Bräutigam während der Zeremonie tatsächlich laut gelacht haben. Miss Felicity hat dies dann ihrer Mutter, Mrs. Featherington, erzählt, welche sofort andere Leute ihres Standes davon in Kenntnis setzte. Ihre ergebene Berichterstatterin muss sich da auf Miss Hyacinths Bericht verlassen, da sie nicht selbst zu der Hochzeit eingeladen war. Lady Whistledowns Gesellschaftsjournal, 8. Juni 1813. Es gab keine Hochzeitsreise. Schließlich war gar keine Zeit gewesen, eine zu planen. Stattdessen hatte Simon arrangiert, dass sie einige Wochen auf Clifton Castle, dem Stammsitz der Bassetts, verbringen würden. Daphne gefiel diese Idee. Sie sehnte sich danach, London und den forschenden Blicken und gespitzten Ohren des Ton zu entrinnen. Außerdem verspürte sie eine seltsame Neugier darauf, den Ort zu sehen, an dem Simon aufgewachsen war. Sie versuchte, sich ihn als kleinen Jungen vorzustellen. War er so unbezähmbar gewesen, wie er sich ihr jetzt zeigte? Oder war er ein stilles Kind gewesen, so reserviert, wie er sich heute in Gesellschaft benahm? Die frisch Vermählten verließen Bridgerton House unter Abschiedsgrüßen und Umarmungen, und Simon packte Daphne rasch in seine feinste Kutsche. In der frühsommerlichen Luft lag eine gewisse Kühle, und er legte ihr fürsorglich eine Decke über den Schoß. Daphne lachte. »Ist das nicht ein wenig übertrieben?« neckte sie ihn. »Ich werde mich wohl kaum erkälten, bis wir dein Haus ein paar Ecken weiter erreichen.« Er sah sie mit einem seltsamen Blick an. »Wir reisen nach Clifton.« »Noch heute?« Sie konnte ihre Überraschung nicht verbergen. Sie hatte angenommen, dass sie erst am nächsten Tag dorthin abreisen würden. Das Dorf Clifton lag unweit von Hastings, ganz unten an der englischen Südostküste. Es war bereits später Nachmittag. Sie würden das Schloss erst mitten in der Nacht erreichen. Das war nicht die Hochzeitsnacht, die Daphne sich vorgestellt hatte. Wäre es nicht sinnvoller, noch eine Nacht hier in London zu bleiben und dann erst nach Clifton aufzubrechen? Fragte sie. »Ich habe bereits alles so arrangiert«, grollte er. »Ich verstehe.« Daphne bemühte sich tapfer, sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Sie schwieg eine Weile, während sich die Kutsche in Bewegung setzte. Selbst die sehr gut gefederten Räder konnten die Unebenheiten des Pflasters darunter nicht ganz abfangen. Als sie um die Ecke in die Park Lane bogen, fragte sie, »Werden wir in einen Gasthof einkehren?« »Natürlich«, erwiderte Simon, »wir müssen schließlich zu Abend essen. Ich kann dich wohl kaum an unserem ersten Tag als Eheleute verhungern lassen, nicht wahr?« »Und werden wir in diesem Gasthof auch übernachten?« bohrte Daphne weiter. »Nein, wir...« Simon presste die Lippen zusammen, dann wurden seine Züge plötzlich weich. Mit einem Ausdruck herzerwärmender Zärtlichkeit wandte er sich ihr zu. »Ich bin wirklich ein Ochse, nicht?« Sie errötete. Sie errötete immer, wenn er sie so ansah. »Nein, nein, ich war nur überrascht, dass...« »Nein, du hast recht. Wir werden in einem Gasthof übernachten. Ich kenne ein gutes Haus, etwa auf halbem Wege zur Küste, das Hare and Hounds. Das Essen ist gut, die Betten sind sauber.« Er strich ihr übers Kinn. »Es wäre eine Zumutung, dich zu zwingen, die ganze Reise nach Clifton an einem Tag zu machen.« »Es ist ja nicht so, dass ich dieser Reise nicht gewachsen wäre«, sagte sie, und ihre Röte vertiefte sich, während sie sich die nächsten Worte überlegte. »Es ist nur so, wir haben heute geheiratet, und wenn wir nicht in einem Gasthof bleiben, sind wir immer noch in dieser Kutsche, wenn es Nacht wird, und...« »Sag nichts weiter«, unterbrach er sie und legte ihr einen Finger auf die Lippen. Daphne nickte dankbar. Sie hatte, weiß Gott, nicht den Wunsch, offen über ihre Hochzeitsnacht zu diskutieren. Außerdem sollte dieses Thema vom Mann vorgebracht werden, nicht von der Frau. Simon hatte schließlich mehr Erfahrung, was solche Dinge anging. »Er kann unmöglich weniger darüber wissen als ich«, dachte sie und schnitt ein Gesicht. Trotz all ihres Herumdrucksens hatte ihre Mutter es geschafft, ihr rein gar nichts mitzuteilen.
Nun, bis auf die Kleinigkeit über die Zeugung von Kindern, die Daphne aber auch nur äußerst vage verstanden hatte. Andererseits vielleicht... Simon stockte einen Moment der Atem. Was, wenn Simon diese rätselhafte Sache gar nicht konnte? Oder nicht wollte? Nein, entschied sie. Er wollte das ganz sicher. Vor allem wollte er sie. Sie hatte sich das Leuchten in seinen Augen und das Hämmern seines Herzens in jener Nacht im Garten nicht eingebildet. Sie blickte aus dem Fenster und sah, wie der Stadtrand von London langsam in freies Land überging. Wenn man sich über solche Dinge zu viele Gedanken machte, konnte man ja wirklich verrückt werden. Sie würde nicht mehr darüber nachdenken. Sie würde jetzt ein für alle Mal aufhören, darüber nachzudenken. Nun, zumindest bis heute Nacht. Ihre Hochzeitsnacht. Der Gedanke ließ sie erschauern. Simon blickte zu Daphne hinüber, zu seiner Frau, rief er sich ins Gedächtnis, obwohl er es noch immer kaum glauben konnte. Er hatte nie vorgehabt, einmal eine Ehefrau zu haben. Eigentlich hatte er sogar ganz fest vorgehabt, nie eine Ehefrau zu haben. Aber hier saß er nun, mit Daphne Bridgerton. Nein, Daphne Bassett. Sie war die Duchess of Hastings. Jawohl, das war sie. Und das war vielleicht das Merkwürdigste daran. Sein Herzogtum hatte sein ganzes Leben lang keine Duchess gehabt. Der Titel hörte sich seltsam an, wie eingerostet. Simon stieß langsam die Luft aus, um sich zu beruhigen, und betrachtete weiter Daphnes Profil. Dann runzelte er die Stirn. »Ist dir kalt?«, fragte er, denn sie hatte gezittert. Sie zögerte kurz, als überlegte sie sich die Antwort. Dann sagte sie, »Ja, aber nur ein wenig. Du brauchst nicht.« Simon steckte die Decke etwas enger um sie fest und fragte sich, warum sie wegen einer solchen Nebensächlichkeit schwindelte. »Es war ein langer Tag«, meinte er, nicht weil es ihm so vorkam, wenngleich es wirklich ein langer Tag gewesen war, sondern weil ihm das im Augenblick eine angemessen beruhigende, tröstliche Bemerkung zu sein schien. Er hatte sehr viel über tröstliche Bemerkungen und zärtliche Rücksichtnahme nachgedacht. Er würde sich bemühen, ihr ein guter Ehemann zu sein. Zumindest das hatte sie verdient. Es gab so vieles, was er Daphne nicht würde geben können, darunter leider auch wahres, vollkommenes Glück. Aber er konnte sein Bestes geben, damit sie sicher, wohlbehütet und zufrieden lebte. »Sie hat mich gewählt«, ermahnte er sich. »Obwohl sie wusste, dass sie niemals Kinder haben wird, hat sie mich gewählt. Ihr ein treuer, guter Ehemann zu sein, schien ihm das Mindeste, was er für sie tun konnte.« »Ich fand ihn schön«, sagte Daphne leise. Er blinzelte und wandte sich ihr mit verständnisloser Miene zu. »Wie bitte?« Ein Lächeln umspielte ihre Lippen. Welch ein Anblick, neckend und ein klein wenig schalkhaft. Simon verspürte ein Ziehen in den Lenden und konnte sich kaum auf ihre Worte konzentrieren, als sie fortfuhr. »Du sagtest, es sei ein langer Tag gewesen.« »Ich sagte, ich fand ihn schön.« Immer noch sah er sie mit ausdruckslosem Gesicht an. Nun blickte sie so enttäuscht drein, dass Simon mit einem Lächeln kämpfte. »Du sagtest, es sei ein langer Tag gewesen«, wiederholte sie. »Ich sagte, ich fand ihn schön.« Als er noch immer schwieg, zog sie tief die Luft ein. »Ich verstehe«, erwiderte er gespielt ernst. »Ich nehme an, du verstehst eine ganze Menge, hast aber nur die Hälfte davon zum Abruf bereit.« Er zog eine Braue hoch, woraufhin sie einen Schmollmund zog und in ihm den Wunsch weckte, sie zu küssen. Das war bei allem so. Ständig wollte er sie küssen. Dieses Verlangen wurde allmählich zum schmerzhaften Bedürfnis. »Wir werden den Gasthof bei Einbruch der Dunkelheit erreichen«, sagte er forsch, als könnte entschlossenes Auftreten seine innere Anspannung lösen. Das tat es selbstverständlich nicht. Es erinnerte ihn nur daran, dass er seine Hochzeitsnacht um einen ganzen Tag aufgeschoben hatte. Ein Tag nahezu schmerzhaften körperlichen Verlangens. Aber er wollte verdammt sein, wenn er sie in irgendeinem Gasthof an der Straße nahm, egal wie sauber und nett es dort auch sein mochte. Daphne hatte etwas Besseres verdient. Dies war ihre einzige Hochzeitsnacht, und er würde dafür sorgen, dass sie sie niemals vergaß. Sie warf ihm, erstaunt über den plötzlichen Themenwechsel, einen Blick zu. »Das wäre schön.« »Die Straßen sind heutzutage nach Anbruch der Dunkelheit nicht mehr sicher«, fügte er hinzu,
und versuchte zu vergessen, dass er ursprünglich geplant hatte, ohne Unterbrechung bis Clifton durchzufahren. »Nein«, stimmte sie zu, »und wir bekommen gewiss bald Hunger.« »Ja«, sagte sie, »sie kochen dort wirklich gut.« Daphne blinzelte kurz und erinnerte ihn dann, »das sagtest du bereits.« »Ja, das sagte ich bereits.« Er hustete. »Ich denke, ich werde ein wenig schlafen.« Mit ihren dunklen Augen sah sie ihn erstaunt an und beugte sich zu ihm vor. »Jetzt?« Simon nickte kurz. »Ich scheine mich ständig zu wiederholen, aber du selbst hast mich freundlicherweise daran erinnert, dass ich sagte, es sei ein langer Tag gewesen.« »In der Tat.« Sie beobachtete ihn neugierig, während er auf seinem Sitz herumrutschte und versuchte, eine möglichst bequeme Haltung zu finden. Schließlich fragte sie, »meinst du allen Ernstes, hier in der rüttelnden Kutsche einschlafen zu können? Findest du nicht, dass die Fahrt ein wenig holprig ist?« Er zuckte die Schultern. »Ich bin recht geübt darin, jederzeit einzuschlafen, wenn ich will. Das habe ich auf meinen Reisen gelernt.« »Ein wahres Talent«, meinte sie. »Und ein sehr nützliches«, stimmte er zu. Dann schloss er die Augen und verbrachte beinahe die nächsten 3 Stunden damit, sich schlafend zu stellen. Daphne blickte Simon an, eingehend. Er tat nur so. Bei 7 Geschwistern kannte sie sämtliche Tricks und Kniffe, und Simon schlief ganz sicher nicht. Seine Brust hob und senkte sich mit bewundernswerter Gleichmäßigkeit, und er machte beim Atmen genau die richtigen kleinen Nebengeräusche, um den Eindruck zu erwecken, als würde er leicht schnarchen. Aber Daphne wusste es besser. Jedes Mal, wenn sie sich rührte, ein wenig raschelte oder auch nur ein kleines bisschen lauter atmete, bewegte sich sein Kinn. Es war kaum zu sehen, aber die Bewegung war da. Und wenn sie gähnte oder sonst ein leises, schläfriges Stöhnen von sich gab, sah sie, wie sich seine Augen hinter den geschlossenen Lidern bewegten. Man musste ihn allerdings dafür bewundern, dass er es geschafft hatte, dieses Spielchen schon länger als 2 Stunden durchzuhalten. Sie selbst hatte noch nie mehr als 20 Minuten geschafft. »Wenn er so tun will, als schliefe er«, dachte sie in einer seltenen Anwandlung von Großmütigkeit, »warum lasse ich ihn dann nicht einfach?« Nichts läge ihr ferner, als eine so großartige Darstellung zu stören. Mit einem allerletzten Gähnen, einem lauten, nur damit sie beobachten konnte, wie er die Augen unter den geschlossenen Lidern in ihre Richtung bewegte, wandte sie sich zum Fenster und zog den schweren, samtenen Vorhang zurück, um hinauszuschauen. Die orangefarben glühende Sonne stand über dem westlichen Horizont und war bereits zu etwa 1/3 dahinter verschwunden. Wenn Simon mit ihrer voraussichtlichen Fahrtzeit recht hatte, und sie hatte das Gefühl, dass er in solchen Dingen sehr oft recht hatte, wie fast alle Leute, die sich für Mathematik begeisterten, dann sollten sie schon nahezu den halben Weg zurückgelegt haben, also schon fast beim Hare and Hounds angelangt sein. Schon fast bei ihrer Hochzeitsnacht. Gütiger Himmel, sie musste endlich aufhören, immer wieder daran zu denken. Das wurde ja allmählich albern. »Simon?« Er rührte sich nicht. Das ärgerte sie. »Simon?« fragte sie noch einmal, diesmal ein wenig lauter. Sein Mundwinkel zuckte leicht, dann zog er ihn etwas nach unten. Sicher überlegte er jetzt, ob sie zu laut gesprochen hatte, als dass er sich noch weiterhin schlafen stellen konnte. »Simon!« Sie stupste ihn, ziemlich fest, vorne an der Schulter. Das hätte selbst einen Tiefschlafenden wecken müssen. Mit flatternden Lidern schlug er die Augen auf und gab ein leichtes Räuspern von sich. »Er spielt seine Rolle gut«, musste sich Daphne widerwillig eingestehen. Simon unterdrückte ein Gähnen. »Daphne?« »Sind wir nicht bald da?« kam sie gleich zur Sache. Er rieb sich den nicht vorhandenen Schlaf aus den Augen. »Wie bitte?« »Sind wir bald da?« »Wie?« Er blickte sich in der Kutsche um, als könnte er da die Antwort finden. »Wir fahren doch noch.« »Ja, aber vielleicht sind wir ja gleich da.« Simon seufzte leise und warf einen Blick aus dem Fenster. Er blickte nach Osten, so dass er einen wesentlich dunkleren Himmel sah als Daphne. »Oh«, sagte er und tat überrascht. »Das Gasthaus liegt direkt vor uns.« Daphne verkniffte sich ein spöttisches Lächeln. Die Kutsche kam zum Stehen und Simon sprang hinaus. Er wechselte einige Worte mit dem Kutscher, vermutlich um ihm mitzuteilen, dass ihre Pläne sich geändert hatten und sie nun doch hier übernachten würden.
Dann streckte er Daphne die Hand entgegen und half ihr beim Aussteigen. »Bist du hiermit einverstanden?« fragte er und zeigte auf den Gasthof. Daphne wusste nicht, wie sie ihn beurteilen könnte, ohne das Innere gesehen zu haben, aber sie sagte trotzdem ja. Simon führte sie hinein, bat sie, bei der Tür zu warten und ging, um mit dem Wirt zu sprechen. Daphne beobachtete das Kommen und Gehen der Leute mit regem Interesse. Soeben wurde ein junges Paar, sie sahen nach Landadel aus, in ein separates Esszimmer geführt und eine Mutter scheuchte ihre vier Kinder die Treppe hinauf. Simon stritt mit dem Wirt und ein großer, schlaksiger Gentleman... Daphne sah wieder zu ihrem Mann. Simon stritt mit dem Wirt? Warum sollte er das tun? Sie reckte den Hals. Die beiden Männer sprachen leise, aber es war nicht zu übersehen, dass Simon äußerst ungehalten war. Der Wirt sah aus, als wollte er sterben vor Scham, weil er nicht in der Lage war, den Duke of Hastings zufriedenzustellen. Daphne runzelte die Stirn. Das sah gar nicht gut aus. Sollte sie einschreiten? Sie verfolgte die Diskussion noch eine Weile. Dann entschied sie, etwas zu unternehmen. Ihr Schritt war zwar nicht zögernd, aber auch keinesfalls entschlossen, als sie auf ihren Mann zuging. »Ist etwas nicht in Ordnung?« fragte sie höflich. Simon hatte nur einen kurzen Blick für sie übrig. »Ich dachte, ich hätte dich gebeten, an der Tür auf mich zu warten.« »Das habe ich auch getan.« Sie lächelte freundlich. Simon runzelte die Stirn und wandte sich wieder dem Wirt zu. Daphne hüstelte, um zu sehen, ob er sich nach ihr umdrehen würde. Das tat er nicht. Sie machte ein finsteres Gesicht. Es gefiel ihr nicht, wenn man sie ignorierte. »Simon?« Sie stupste einen Finger in seinen Rücken. »Simon?« Er drehte sich langsam um, und seine Miene war unheilverkündend wie eine Gewitterwolke. Daphne lächelte wieder unschuldigst. »Welche Schwierigkeiten gibt es?« Der Wirt hob flehentlich die Hände und begann zu sprechen, bevor Simon zu seiner Erklärung ansetzen konnte. »Ich habe nur noch ein Zimmer frei«, sagte er, und in seiner Stimme schwang demütigste Entschuldigung mit. »Ich wusste ja nicht, dass seine Gnaden vorhatte, uns heute Abend mit seiner Anwesenheit zu beehren. Wenn ich das geahnt hätte, hätte ich das andere freie Zimmer niemals Mrs. Weatherby und ihrer Brut überlassen. Ich versichere Ihnen.« Der Wirt beugte sich vor und warf Daphne einen bedauernden Blick zu. »Ich hätte sie einfach weggeschickt.« Der letzte Satz wurde von einer dramatischen Geste begleitet. »Ist Mrs. Weatherby die Dame, die eben mit vier Kindern hier vorbeigekommen ist?« Der Wirt nickte. »Wenn die Kinder nicht wären, würde ich...« Daphne fiel ihm ins Wort, denn sie wollte nicht hören, dass er bereit gewesen wäre, eine unschuldige Frau mit ihren vier Kindern mitten in der Nacht auf die Straße zu setzen. »Ich wüsste nicht, weshalb wir nicht mit nur einem Zimmer auskommen sollten. So anspruchsvoll sind wir doch gewiss nicht.« Neben ihr spannte Simon sich an, und sie spürte seine Verärgerung nur allzu deutlich. Er wünschte getrennte Schlafzimmer in der Tat. Wenn das einer jungen Braut nicht das Gefühl mangelnder Wertschätzung gab. Der Wirt wandte sich an Simon und wartete auf dessen Zustimmung. Er nickte, und der Wirt schlug verzückt die Hände zusammen. Offensichtlich war er sehr erleichtert, denn ein wütender Duke im Haus war nicht gerade gut fürs Geschäft. Er schnappte sich den Schlüssel und eilte hinter seinem Tresen hervor. »Wenn Sie mir bitte folgen wollen!« Simon ließ Daphne den Vortritt, also ging sie an ihm vorbei und hinter dem Wirt die Treppe hinauf. Nach einigen Ecken und Windungen erreichten sie ein großes, komfortabel eingerichtetes Zimmer mit Blick auf das Dorf. »Nun ja«, sagte Daphne, nachdem der Wirt sie verlassen hatte. »Ich finde es ganz nett.« Simon, der auf der Bettkante saß, brummelte etwas vor sich hin. »Wie wortgewaltig du bist!« Daphne verschwand hinter dem Paravent. Simon beobachtete sie, bis er merkte, wohin sie gerade gegangen war. »Daphne«, rief er mit erstickter Stimme, »ziehst du dich etwa um?« Sie blickte um die Ecke. »Nein, ich habe mich nur umgesehen.« Sein Herz schlug immer noch heftig, wenn auch nicht ganz so rasend wie eben noch. »Gut, wir gehen nämlich bald hinunter zum Essen.« »Natürlich«, sie lächelte, ein verflixt gewinnendes und selbstsicheres Lächeln, wie er fand. »Hast du Hunger?« »Großen Hunger sogar.« Bei seinem brüsken Tonfall schwand ihr Lächeln. Simon schalt sich dafür. Nur weil er wütend auf sich selbst war, brauchte er seinen Ärger nicht an ihr auszulassen. Sie hatte nichts falsch gemacht. »Und du?« fragte er mit sanfterer Stimme. Sie kam hinter dem Wandschirm hervor und setzte sich neben ihn auf die Bettkante.
Ein bisschen, gestand sie und schluckte nervös. Aber ich weiß nicht, ob ich etwas essen kann. Als ich das letzte Mal hier eingekehrt bin, waren die Speisen hervorragend. Ich versichere dir. Es liegt nicht daran, dass ich dem Koch nicht traue, unterbrach sie ihn. Es sind meine Nerven. Verständnislos sah er sie an. Simon, fuhr sie fort, sichtlich bemüht, sich ihre Ungeduld nicht anmerken zu lassen, was ihr nicht ganz gelang. Wir wurden heute Morgen getraut. Nun dämmerte es ihm. Daphne, sagte er sanft, du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Sie blinzelte. Brauche ich nicht? Er atmete tief durch. Ein zärtlicher, rücksichtsvoller Ehemann zu sein, war gar nicht so einfach. Wir werden warten, bis wir in Clifton sind und erst dort die Ehe vollziehen. Werden wir? Simon sah sie überrascht an. Sie hatte doch wohl nicht enttäuscht geklungen? Ich achte dich sehr, erklärte er, und werde dich gewiss nicht in irgendeinem Gasthof an der Straße nehmen. Wirst du nicht? Er konnte es kaum glauben. Sie klang in der Tat enttäuscht. Nein. Sie rutschte langsam auf ihn zu. Warum nicht? Simon blickte eine Weile nur in ihr Gesicht, saß einfach da und sah sie an. Sie erwiderte seinen Blick, voll Zärtlichkeit und Neugier und auch ein wenig schüchtern. Sie fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen. Sicher nur aus Nervosität, aber Simons gequälter Körper reagierte auf diese verführerische Geste mit aller Macht. Dann lächelte sie unsicher und konnte ihm nicht länger in die Augen sehen. Ich hätte nichts dagegen. Simon saß da wie erstarrt, wie festgewachsen. Wirf dich auf sie, wirf sie aufs Bett. Nimm sie, rief drängend eine innere Stimme. Und dann, gerade als sein Verlangen ihn zu überwältigen drohte, stieß sie einen leisen, gequälten Schrei aus, wandte sich von ihm ab, sprang auf und schlug die Hand vor den Mund. Simon, der gerade den Arm ausgebreitet hatte, um sie schwungvoll an sich zu reißen, verlor das Gleichgewicht und landete mit dem Gesicht auf dem Bett. »Daphne?« murmelte er in die Matratze. »Ich hätte es wissen müssen«, wimmerte sie. »Es tut mir so leid.« »Es tat dir leid?« Simon setzte sich wieder auf. »Sie wimmerte? Was zum Teufel war denn jetzt los? Daphne wimmerte doch nie.« Sie wandte sich ihm wieder zu und sah ihn betroffen an. Simon hätte sich bei diesem Anblick eigentlich Sorgen um sie gemacht, konnte sich aber beim besten Willen nicht vorstellen, was sie plötzlich so traurig gestimmt hatte. Und wenn er sich etwas nicht einmal vorstellen konnte, neigte er dazu, es für nicht besonders ernst zu halten. Das mochte überheblich sein, aber so dachte er nun mal. »Daphne«, sagte er bedächtig, »was hast du?« Sie setzte sich ihm gegenüber und legte eine Hand an seine Wange. »Ich bin ja so unsensibel«, flüsterte sie. »Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte überhaupt nichts sagen dürfen.« »Du hättest was wissen müssen?« fragte er einfühlsam. Sie ließ die Hand sinken und sah ihn an. »Dass du nicht... Du kannst nicht...« »Ich kann was nicht?« Sie blickte auf ihre Hände, die sie im Schoß verschränkt hatte. »Bitte zwing mich nicht, es auszusprechen.« »Dies«, meinte Simon, »muss einer der Gründe sein, weshalb Männer sich gegen die Ehe sträuben.« Er hatte es eher zu sich selbst denn zu ihr gesagt, aber sie hatte ihn gehört und reagierte darauf unseligerweise mit einem weiteren jämmerlichen Stöhnen. »Was zur Hölle geht hier vor sich?« fragte er schließlich. »Du kannst die Ehe nicht vollziehen«, hauchte sie. Es grenzte an ein Wunder, dass seine heftige Erregung nicht augenblicklich nachließ. »Wie bitte?« Sie ließ den Kopf hängen. »Ich werde dir trotzdem eine gute Ehefrau sein. Ich erzähle keinem ein Sterbenswörtchen davon, das verspreche ich dir.« Nicht seit seiner frühen Kindheit, als Stottern und Stammeln jedes seiner Worte bedroht hatten, hatte es Simon derartig die Sprache verschlagen. Sie glaubte, er sei impotent? Warum? Ein Stottern oder einfach nur der Schock? Sein Verstand schien nichts anderes mehr zu fassen als dieses eine Wort. »Ich weiß, dass Männer in solchen Dingen sehr empfindlich sind«, sagte Daphne leise. »Vor allem, wenn es nicht stimmt«, platzte Simon heraus.
Sie blickte zu ihm auf. »Wirklich nicht?« Mit zusammengekniffenen Augen sah er sie an. »Hat dir das dein Bruder erzählt?« »Nein!« Sie wandte den Blick von seinem Gesicht. »Meine Mutter!« »Deine Mutter?« brachte Simon mühsam hervor. So konnte noch kein Mann in seiner Hochzeitsnacht gelitten haben. »Deine Mutter hat dir erzählt, ich sei impotent?« »Nennt man das so?« fragte Daphne neugierig. Und dann, als sie seinem finsteren Blick begegnete, fügte sie hastig hinzu. »Nein, nein, so hat sie das nicht gesagt.« »Was?« fragte Simon. »Hat sie genau gesagt?« »Nun, nicht viel«, gestand Daphne. »Es war recht unerquicklich, weißt du, aber sie hat mir erklärt, dass der eheliche Akt...« »Sie hat es als Akt bezeichnet.« »Wird es nicht allgemein so genannt?« Er beantwortete ihre Frage nicht. »Was hat sie sonst noch gesagt?« »Sie sagte, dass dieser... Nun, wie auch immer du es nennen möchtest, dass es in irgendeiner Weise mit der Zeugung von Kindern in Zusammenhang steht und...« Simon traute seinen Ohren nicht. »In irgendeiner Weise?« »Nun, ja.« Daphne runzelte die Stirn. »Sie hat mir leider keine Einzelheiten erläutert.« »Offensichtlich nicht.« »Sie hat sich wirklich bemüht«, beteuerte Daphne, die meinte, ihre Mutter ein wenig in Schutz nehmen zu müssen. »Es war ihr entsetzlich unangenehm.« »Nach 8 Kindern«, erwiderte er brummig, »möchte man meinen, dass sie das überwunden hätte.« »Das glaube ich nicht.« Daphne schüttelte den Kopf. »Und als ich sie gefragt habe, ob sie an diesem...« Sie blickte unsicher zu ihm auf. »Ich weiß wirklich nicht, wie ich es bezeichnen soll, wenn nicht als Akt.« »Nur immer zu«, sagte er, und seine Stimme klang merkwürdig angespannt. Daphne blinzelte besorgt. »Geht es dir nicht gut?« »Bestens.« »Du klingst aber gar nicht so.« Er tat ihren Einwand mit einer Handbewegung ab. »Nun«, kam sie auf ihr Thema zurück, »ich habe sie gefragt, ob das bedeute, dass er in diesem Akt 8-mal beteiligt gewesen sei, und da ist sie furchtbar verlegen geworden und...« »Das hast du sie gefragt?« Simon konnte es nicht fassen. »Nun, ja.« Sie kniff die Augen zusammen. »Lachst du etwa?« »Nein.« »Du siehst aber aus, als würdest du lachen.« Simon schüttelte nur verzweifelt den Kopf. »Nun«, sagte Daphne, offensichtlich ungehalten, »ich hielt diese Frage für völlig berechtigt, da sie ja 8 Kinder hat. Aber dann hat sie gesagt, dass...« Er schüttelte den Kopf und sah aus, als wüsste er nicht recht, ob er lachen oder weinen sollte. »Sag es nicht, ich flehe dich an.« »Oh.« Daphne wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte, deshalb schwieg sie. Schließlich hörte sie, wie Simon nach Luft rang und dann sagte, »Ich werde wohl bereuen, dich das gefragt zu haben. Ich bereue es sogar jetzt schon. Aber warum genau hast du angenommen, ich sei...« Er schüttelte den Kopf. »Zeugungsunfähig?« »Nun, du sagtest doch, du könntest keine Kinder haben.« »Daphne, es gibt viele, viele andere Gründe, warum manche Paare keine Kinder bekommen können.« »Ich hasse mich dafür, so dumm zu sein«, erwiderte sie, verärgert über sich selbst. Er beugte sich vor und umfasste ihre Hände. »Daphne«, sagte er sanft und begann, ihre Finger zu streicheln, »hast du eine Ahnung von dem, was zwischen Mann und Frau passiert?« »Nicht die geringste«, gestand sie freimütig. »Man sollte meinen, dass ich bei 3 älteren Brüdern einiges wissen müsste, und gestern Abend dachte ich, ich würde es endlich erfahren, als meine Mutter...« »Sprich nicht weiter«, bat er halb verzweifelt, »kein einziges Wort. Ich könnte es nicht ertragen.« »Aber...« Er barg das Gesicht in den Händen, und einen Moment lang glaubte Daphne, er würde weinen. Aber während sie so dasaß und sich dafür verfluchte, weil sie an ihrem Hochzeitstag ihren Mann zum Weinen gebracht hatte, bemerkte sie, dass seine Schultern vor Lachen bebten. Dieses Ungeheuer. »Lachst du mich etwa aus?« fragte sie empört. Er schüttelte den Kopf, ohne aufzublicken. »Worüber lachst du dann?« »Und Daphne, du musst noch so viel lernen.« »Nun, das habe ich auch nie bestritten«, grollte sie. »Also wirklich«, dachte sie, »wenn die Leute nicht so versessen darauf wären, junge Frauen über die Praxis der Ehe völlig im Unklaren zu lassen, könnte man sich derartige Szenen ersparen.« Er beugte sich vor.
die Ellbogen auf die Knie gestützt. Seine Augen funkelten. »Ich kann es dir beibringen«, flüsterte er. Daphne spürte ein Kribbeln in der Magengegend. Simon ergriff, ohne den Blick von ihren Augen zu wenden, ihre Hand und hob sie an seine Lippen. »Ich versichere dir«, sagte er leise, »ich bin durchaus in der Lage, dich im Bett zufriedenzustellen.« Daphne hatte plötzlich Schwierigkeiten mit dem Atmen. »Und warum war es hier drinnen plötzlich so heiß?« »Ich glaube nicht, dass ich weiß, was du meinst.« Ungestüm riss er sie in die Arme und presste sie an sich. »Das wirst du bald herausfinden.«